gesundes Naschobst aus dem Garten oder sogar von Balkon und Terrasse ist einfach was Feines. Und da gehören für mich die Johannisbeeren unbedingt dazu. Ich mag die einfach, egal ob als Marmelade, frisch vom Strauch gepflückt oder sogar als Saft. Damit hallo zu Grünsack TV aus dem blühenden Barock in Ludwigsburg. Wir sind hier in unserem Bauerngarten und da wachsen diese herrlichen Johannisbeersträucher, in dem Fall hier als Hochstamm. Jetzt soll es also um das Thema gehen, wie schneide ich rote, weiße und schwarze Johannisbeeren richtig fachgerecht zurück. Denn ein regelmäßiger Rückschnitt, der ist absolut nötig, damit wir die Fruchtbarkeit dieser Sträucher lange erhalten. Es ist also kein Selbstzweck zu schneiden, sondern wir tun es, um mehr zu ernten. Die roten Johannisbeeren, die tragen am älteren Holz. Es ist also wichtig, erstmal zu wissen, wo werden die Blütenknospen gebildet. Das schauen wir uns hier mal an. Ohne Laub kann man das wunderbar sehen. An diesem kleinen Trieb, das hier sind Blütenknospen. Genauso an dem oberen kleinen Trieb, das sind auch Blütenknospen. Das heißt, wir müssen erreichen, dass die Pflanze sich verzweigt. So einen langen Trieb. Dieser Trieb hier, der ist jetzt in einer Saison gewachsen, im Vorjahr. Und diesen Trieb, den müssen wir jetzt dazu bringen, dass er diese kleinen Seitentriebe macht. Und deshalb schneiden wir ihn um ungefähr ein Drittel zurück. Dieser Rückschnitt, der bewirkt, dass an der Basis kleine Seitentriebe kommen. Und diese kleinen Seitentriebe, die tragen dann entweder jetzt schon in diesem Jahr, vielleicht die ersten paar, aber die meiste Ernte kommt dann im Jahr drauf. Das heißt, die Pflanze muss immer schön verzweigt sein. Das heißt, diese langen Ruten, die nehmen wir ungefähr um ein Drittel zurück. Ja, da dürfen wir auch den da mal zurücknehmen. Den langen. Okay, es gibt noch ein Schnittprinzip. Das heißt, wenn es geht, immer die Augen nach außen gucken lassen. Die Augen, das sind diese Knospen, da treibt praktisch dann im Frühjahr die Pflanze aus. Und ideal ist, das Auge nach außen gucken zu lassen, weil dann öffnet sich die Pflanze. Hier bei der roten Johannisbeere ist es wie bei der schwarzen nachher auch wichtig, dass Sonne an die Früchte kommt. Das heißt, wir müssen die Pflanze auch so auslichten, dass die durch die Sonne entsprechende süße Früchte kriegt, weil wir wollen ja nicht das saure Zeug essen. Hier an diesen Trieben, wo wir diese Verzweigungen schon haben, da machen wir gar nichts. Also wichtig ist der Schnitt, den machen wir nicht, um einfach rumzuschneiden, sondern den Schnitt machen wir ganz gezielt nur dort, wo er nötig ist. So, und der richtige Abstand über dem Auge, der ist also natürlich nicht brutal eng und auch nicht so lang, so 1,5 cm, das ist zu viel. Da kriegen wir das Problem, dass wir eventuell Bakterien und Pilze reinkriegen. Also ideal ist, wenn wir so gerade so vom Augenansatz her so 0,5 cm drüber bleiben. So schließt sich die Wunde optimal. Wir brauchen auch kein Wundverschlussmittel da drauf schmieren. Das ist ein ganz natürlicher Vorgang. Wir haben jetzt relativ wenig eingegriffen, nur etwas sanft zurückgeschnitten. Der Strauch ist in der optimalen Situation. Der dürfte ungefähr so 5-6 Jahre hier stehen und der wird in diesem Jahr eine richtig reiche Ernte bringen. Ich schätze mal, da haben wir schon so ein halbes Kilo bis dreiviertel Kilo an dem roten Johannisbeerstrauch dran. Und jetzt gehen wir mal rüber und gucken mal, wie es mit den schwarzen geht. Und jetzt schneide ich mir hier noch ein Stückchen ab. Sie werden gleich merken, warum. So, und jetzt stehe ich bei einer schwarzen Johannisbeere. Und viele Menschen beschäftigt die Frage, wie unterscheide ich denn die zwei? Wie kann ich die roten und die weißen übrigens, die sind gleich, weiße Johannisbeeren gibt es auch, die sind aber gleich zu behandeln wie die roten, müssen wir noch dazu sagen. Wie unterscheiden die sich im Winter jetzt als Strauch von den schwarzen? Ganz einfach, wir schneiden von der schwarzen ein Stückchen ab. Jetzt machen Sie folgendes mal, wenn Sie ein Ästchen haben, dann reiben Sie dran. Das ist jetzt eine schwarze, oh herrlich, wenn es Geruchsvideos geben würde, ah, das wäre ein Erlebnis. Das riecht nach Cassis für die Weinliebhaber, es riecht so wie ein guter Sauvignon Blanc. Also bei der schwarzen Johannisbeere, da riecht das Holz im Prinzip so, wie später die Frucht auch duftet. Und jetzt nehmen wir die rote, gilt auch für die weiße, reiben da dran und es riecht nach nichts. Es riecht einfach neutral. Ja, und jetzt habe ich hier ein kleines Problem zu berichten. Da war jetzt leider ein Kollege am Werk, der hat die Pflanze, diese schwarze Johannisbeere, so geschnitten wie eine rote. Und das ist im Prinzip genau das Falsche, weil diese schwarze Johannisbeere, die trägt an der langen Rute. Das heißt, wir müssen die Pflanze dazu bringen, möglichst kräftige, möglichst lange einjährige Ruten zu machen, weil die dann am unteren, an der Stamm, an der Basis dieser Ruten im nächsten Jahr schon die Früchte bringen. Also nicht am alten Holz fruchten, sondern schon am Jungen. Und deshalb müssen wir die ganz anders schneiden. Ich zeige Ihnen jetzt bei einer jungen, frisch gepflanzten schwarzen Johannisbeere, wie das im Detail geht und wie wir die dazu bringen, schöne Früchte zu tragen.
So, und jetzt sind wir hier bei einer relativ jungen Pflanze, einer schwarzen Johannisbeere. Und das hier, das sind diese dicken Knospen, das sind dann die Fruchtknospen. Man sieht schon, hier wird es Blüten geben. Das heißt, den Trieb, den lassen wir natürlich, wie er ist. Wir sind ja nicht blöd und schneiden uns dann die Johannisbeeren weg. Da machen wir gar nichts. Hier, an dem Trieb, naja, der ist ein bisschen schwach, der ist nicht so richtig dick. Den würde ich jetzt mal zurücknehmen. Ich nehme den relativ stark zurück, dass der hier stark austreibt und wir dann in diesem Jahr starke Triebe kriegen, die dann im nächsten Jahr tragen. Das ist das Prinzip. Und jetzt gucken wir noch mal rum. Der ist gut, der ist kräftig, hat hier auch Blütenknospen. Der ist okay, da haben wir schon festgestellt, alles gut. So. Und jetzt haben wir hier so ein bisschen komischen. Der hat hier an der Basis getragen übrigens. Und den will ich jetzt auch dazu bringen, kräftig auszutreiben. Deshalb, zack, schneide ich den hier zurück. Dann kommt von hier ein kräftiger Austrieb. Und da haben wir dann praktisch schon fürs nächste Jahr vorgesorgt. Wieder kräftige Triebe, an der Basis Blütenknospen und dann Johannisbeeren. Und so schneidet man die schwarzen ganz anders wie die roten. Und wichtig ist, Sie haben jetzt auch hier gesehen, wir schneiden nicht um des Schneidens willen, wir schnipfeln nicht irgendwie rum, sondern ganz gezielt wird eingegriffen, um die Fruchtbildung zu fördern. Und jetzt noch ein Tipp zum Schluss zu diesem Hochstammbäumchen. Und ganz wichtig ist, dass diese Pflanze, dieses Hochstämmchen, direkt unterhalb der Krone stabil und kräftig angebunden wird. Und hier haben wir ein Gummiband, kein Draht, um Gottes Willen, und auch keine Kunststoffschnur. Die würden einwachsen und würden mit der Zeit so einwachsen, dass das Bäumchen dann oben abbricht. Dieses Gummiband wird in 5-6 Jahren von alleine zerfallen vom UV-Licht. Dann müssen wir die ganze Prozedur erneuern. Und dieses Bäumchen, das kann auch mal ein halbes Pfund Früchte tragen, ohne dass es dann beim ersten Gewitter abbricht. Ja, das war's zum Thema Schnitt von Johannisbeeren. Schön, dass Sie bei Grünzeug TV aus dem Lüneburg dabei waren. Bis zum nächsten Mal.